Oh, dieser dumme Wichser ist das schon wieder. So, hab ich gekillt. Hab den dreckigen Wichser gekillt. Bam. Alter. Oh, jetzt ist der Wichser schon wieder da. Oh, das ist er schon wieder. Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren wunderschönen Runde Red Dead Online. Challenge. Und mit dabei wieder Sven. Hallo. Und wir battlen uns heute in einem, quasi in einem Hide and Seek. Wir suchen und gleichzeitig verstecken wir uns, mehr oder weniger. Wir versuchen, den jeweils anderen schneller zu finden und den dann zu töten. Wer ihn tötet, kriegt einen Punkt. Wir schauen mal, wie zeittechnisch wie das ist. Ob das eine Weile dauert oder super schnell geht, weil im Zweifelsfall machen wir einfach besser auf Trader raus. Wenn es so zackig geht. Ich mache einmal kurz die Map auf, damit die Leute das sehen. Ich sehe dich nicht, das passt. Ich war übrigens gerade rausgelaufen, alles klar. Okay, ich sehe dich doch, okay. Oh. Jetzt schon. Scheiße. Du bist genau in den Radius gelaufen, aber egal. Also das, Sven, denn, oder? Da bin ich. Ja, ja. Du bist mittendrin. Also hier ist maximal oben, die Bahn ist quasi maximal rechts, also wir nehmen quasi diesen Block hier. Da suchen und verstecken wir das. So. Und genau, ja, also jetzt suchen wir uns. Wir können machen, was wir wollen, also Minuspunkte gibt es nicht. Im Zweifelsfall, wenn man jetzt jemanden, einen NPC oder einen anderen Spieler schießt, gibt man ja quasi auch Nachteile an sich, deswegen werden wir da nicht großartig Strafpunkte verteilen, sag ich mal. Und wir haben Hut ausgestellt, also sehen wir halt nicht den Namen, wenn wir uns jetzt zufällig entgegenlaufen sollten. Stimmt. Also bin ich mal gespannt. Und es ist auch dunkel, das macht es vielleicht nochmal ein bisschen spannender. Ja. Ich bin zu deinem Info, damit es fair bleibt, also ich bin ganz rechts gestartet. Okay, bist du eine Prostituierte? Hi, das ist jetzt die große Frage, bist du denn diese asiatische Prostituierte hier? Es könnte Sven sein. Jetzt habe ich meinen Knackpunkt hier gesagt, wo ich bin. Verdammt. Wir haben auch unser Aussehen und alles andere auch geändert. Also wir werden uns nicht direkt erkennen. Stimmt, du warst ja vorher Wikinger. Das, ja, okay. Stimmt, ja, das weiß ich jetzt. Also, wieder, das ist jetzt immer was. Das ist schon eine Woche her, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Ja. Und jetzt haben wir natürlich alles geändert. Sven war gerade sehr modebewusst, deswegen bin ich mal gespannt. Aber wenn ich jemanden in der Goldjacke sehe, weiß ich nicht Bescheid. Hast du. Was? Sven. Hast du gerade geschossen? Nee. Was ist hier denn los? Ach, ich wollte gerade schießen, der war aber von der Oma. Aber für jedes. Das ist nicht so leicht hier. Bist du schon am Schießen oder? Nein. Wenn ich immer über den Charakter sehe, bin ich kurz davor, aber nein. Weil hier schießt die ganze Zeit jemand. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht der andere Spieler, was du meinst. Oh, ich renn hier erstmal weg. Du rennst? Ja. Okay. Wie die anderen NPCs. Also ich war gerade bei der Straßenbahn, aber die fährt irgendwie nicht mehr. Okay. Bist du noch am Pferd, Sven? Nee. Ist okay. Wenn du links hochguckst, steht da was von so großes goldenes Schild mit dem Hotel? Nein. Hast du das? Warum warst du das? Nee, bei mir ist kein Hotel. Okay. Bist du jetzt am hart am Ballern? Ich merke das schon. Bin ich am Ballern? Doch, Sven. Ich sollte ein bisschen mal am Ballern. Doch. Alter, ich höre die Schüsse aber auf. Die werden immer lauter. Ich hab gerade einen Shit hören. Rufen. Hab ich auch. Da bist du. Moment.
nicht gesehen. Okay, du bist. Was ist schwer oder hart? Wieso? Okay, ist eine falsche Person. Hast du jemanden erschossen? Nein. Das habe ich nicht gehört, nämlich. Verdammt, warum hab ich nicht gehört? Wow! Ist er da? Spielt er nämlich einfach. Nein! Wie? Der Spieler greift mich an! Was? Ich bin tot! Also, erstens kommt wieder in den Bereich und dann easy. Ah, oh, leck mich doch fett, ey. Da bleib ich ja mal kurz hier stehen, wo ich bin und dann sag mir Bescheid, wenn du wieder da bist. Killt mich einfach so ein anderer Typ irgendwie. Das hasse ich ja, Red Dead, man kann nämlich nichts machen. Sonst müsstest du gleich eine andere Stadt suchen. Ja, was machen. Was gehen wir oben? Da siehst du ja hier Annesburg. Das gehen wir da hin. Oh, dieser dumme Wichser ist da schon wieder. So, hab ihn gekillt. Hab den dreckigen Wichser gekillt. Bam. Alter. Oh, jetzt ist der Wichser schon wieder da. Oh, da ist er schon wieder! Wohin? Annesburg. Wo ist das denn? Ach da. Also, 3 Dollar. Oh, die 3 Dollar habe ich zum Glück noch. So, dann kann ich Hardhead wieder ausmachen, oder? Ja. Nur vor der Stadt rumlaufen, die ist nicht so groß, dass sich das lohnen würde, ein Gebiet dazu machen. Ja, okay, Also sag Bescheid, wenn du ready bist, ne? Also ich bin ready. Okay, dann zeige ich an. Okay, in 5 Sekunden geht's los. 5, 4, 3, 2, 1. Bam, geht, Kugel, komm. Geht weiter. So. Boah, ey. Nee, ich lasse. Weiß ja nicht, du warst ja wahrscheinlich in der Bahn wieder gespawnt. Deswegen. Wollte ich natürlich noch ein bisschen warten. Oh, ja. Wenn ich du wäre, wo würde ich mich verstecken? Ich verstecke mich ja nicht, ich bin ja ein NPC. Wenn ich wüsste, wie du aussiehst, ne? Ich weiß auch nicht, wie du aussiehst. Dann bist du belastend. Ich werde gleich einen Nachschlag geben. Ich finde dich einfach nicht. Nicht? Nee. Vielleicht bin ich hier ganz nah so. Glaube ich nicht. Office ist aber auch schön. Was denn? Office ist aber auch schön. Ja. So, jetzt die Schmiede da oben, dieses Bergwerk da. Müssen wir schon halt knüppeln. Das stimmt. Okay, die Tür ist verschlossen. Ja. Viele sind da. Ist wohl gerade auch Mittagspause oder so. Weiß ich nicht. Sind die bei dir nicht am Arbeiten oder was? Nee, bei mir bin ich. Da wirst du die besser erziehen. Ja, was ist das? Ja. Okay. Bist du eher so unten oder bist du eher so oben? Leute, wo kam der Schuss her? Was für ein Schuss? Du hast geschossen. Nee. Doch. Ich weiß nicht, von wo der wegkam. Ich hatte wohl gehört, aber ich kann nicht sagen, von wo. Ja, ich auch nicht. Das ist schwierig zu sagen. Ja. Ja, aber ich verstehe, was du mit dem Hand meinst. Ist schwierig, wa? Ist nicht so leicht. Also, der macht ja auf jeden Fall Vorteil, aber. Danach wird's knifflig. Deswegen war ich auch gerade so erstaunt, dass ich hier diesen Eisspieler mit Headshot gekillt habe. Ja, vor dem muss er vor dem immer ohne Hand spielen. Na?
Treppen sind schönst in Sachsen. Da geht er wieder hoch, ja? Da geht er hoch, ja? Hat kurz geguckt. Jetzt geht er wieder ins Bergwerk rein, ja? Ja? Hä, wo bist du denn? Du warst wirklich, okay. Ja, kurz nach unten geguckt hat, sich die Stadt überblickt hat, versucht. War schon witzig. Ich glaube, du warst auch irgendwie bei Treppen dann, ne? Was für Treppen? Nein! So, alles klar. Mal gucken, ob ich treffe. Oh. Oh, Scheiße! Getötet von Heilcookie. Ich habe aufgegeben. Ups. Ach, du bist gestorben. Ja, weil ich aufgegeben habe. Alles klar. Upsi. Easy. Oh. Ich wollte mich eigentlich befreien, aber ich habe irgendwie die falsche Taste gedrückt. Oh Mann, ey. Oh, das war witzig. Ah, den Poncho, den du... Poncho? Poncho, ne? Ja. Den du anhattest. Hm. Den wollte ich auch erst anziehen. Ich habe gedacht, okay, vielleicht denkt er nicht über den Poncho nach oder so. Wer trägt den Poncho oder so? Ich bin schon ein bisschen rumgelaufen. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja. Also wieder ready? Jo, sowas von. Alles klar. Jetzt ist natürlich der Also Leute, Runde geht wieder los. Ich meine, wir wissen jetzt, wie der andere aussieht. Aber erstmal Finn. Also ich bin da jeder, der Poncho anhat. Du hast ihn schon längst ja gefunden. Vielleicht noch die ganze Trainer. Und guck mal, wo der ist. Ich guck da noch nach hinten. Wir sind umgedreht. Ja. Ist das recht? Okay, hier war ich schon. Aber wird schon interessanter, wenn die hier dann gleich noch Mittagspause machen oder so. Dann wird man schon nachts sein. Weil dann ganz viele Leute rumlaufen. Das stimmt. Jetzt ist ja noch. Jetzt geht's ja gerade. Jetzt ist einfach nur okay, sich einfach schneller finden. Got it. Also ich krieg trotzdem eine Paranoia. Ich krieg trotzdem, jeder kann es sein. Baby schon, bist du gerade oben oder eher so unten? Das weißt du doch am besten. Sven. Ich würde sagen, er ist so oben. Warum? Wie kommst du auf so eine Erkenntnis? Weil du dich meistens oben siehst, aber. Das wäre doof gewesen. So, jetzt mach ich mir den Schädigen. Okay, das warst du nicht. Okay, wenn du jetzt so guckst, dann bist du oben. Wie er rennt, der Junge. Ich renn, Sven. Gut, dass ich dich gerade noch gesehen habe. Alter. Ja, du bist oben auf dem Turm, da wollte ich auch gerade noch hin. Mann, Scheiße. Der Vorteil ist, wenn es nie treffen wird, so was. Bist du tot? Gib dir mir einen Header! Hast auch geübt, das war ja auch unfähig. Nee, ich habe einfach jetzt die Ego-Perspektive angemacht, weil aus der Entfernung ist mir das zu riskant gewesen. Wechselst du einfach die Perspektive? Das ist mein Cheat. Das Geile ist, ich habe noch zwei Schüsse mit der Waffe. Wechsel die Perspektive. Schlimm. Ja, Leute, auf jeden Fall. Das war die erste Hide and Seek Folge, mehr oder weniger. Ein paar Differenzen, ein paar Schwierigkeiten gab's zum Mittelpunkt quasi. Andere Spieler. Ja. Aber dennoch auf jeden Fall meine interessante Erfahrung. Wenn ihr Bock habt nochmal auf so eine Challenge, schreibt's gerne in die Kommentare. Lasst uns wissen, wenn ihr ein Like da lasst.
andere Vorschläge oder Ideen gerne in die Kommentare. Wenn ihr uns da ein bisschen helft, das wäre schon cool. Wenn ihr da richtig, wenn ihr geile Sachen da habt. Gerne vorschlagen. Ihr könnt da nichts falsch mitmachen. Deswegen, vielen Dank Leute fürs Einschalten. Das war wieder Red Dead Online Challenge. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao. Hey!